wie ihr eben mitbekommen habt, war ich in Hamburg gewesen. Ich war auf einen Geburtstag von einer Freundin eingeladen. Nicht nur ich, sondern vier weitere Freunde haben wir ins Auto gepackt und sind dann aufgedüst nach Hamburg, wohin die Freundin gezogen ist, wegen universitären Gründen. Sie ist einfach nur nach dem Abi da oben zum Studieren hingegangen. Und wir haben dort sehr viel gefeiert. Und sehr viel Quatsch gemacht. Okay, ich habe nur Quatsch gemacht, wie immer. Aber ich bin ja schon wieder da seit zwei Wochen. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, meinen zigtausend Millionen Videos. Es sind mindestens zigtausend Millionen Videos, wenn man die Let's Play Videos noch mit einbezieht auf meinem Let's Play Kanal. Solltet ihr unbedingt mal ausprobieren. Link hier oben. So, und jetzt habe ich genug Werbung gemacht. Wie gefällt mir das neue Setting? Ich kann mich immer noch nicht entscheiden. Fast jede Folge ist die Kamera woanders und das Licht auch woanders. Dieses Mal habe ich es mal so. So, das ist schon mal so ähnlich in einem anderen Video. Aber ich habe tatsächlich das dümmste Kommentar der Weltgeschichte gefunden. Gott, wie viele Jahre ist das denn schon her? Kann ja maximal nur ein Jahr sein. Ich mache erst ein Jahr YouTube. Wir waren feiern bis 6 Uhr morgens in der Früh. Und wie es sich gehört, sind wir dann Sonntagmorgens zu dem Fischbrötchenmarkt gegangen. Oder ist das irgendwie Fischbrötchen? Nee, das ist einfach nur ein Markt, in dem unter anderem auch schon Fischbrötchen angeboten werden um 5 Uhr morgens oder 6 Uhr morgens. Ich weiß nicht warum, aber es waren viele Leute da. Und das nicht nur Junge, die nach dem Feiern unbedingt Fischbrötchen essen wollen, sondern auch wirklich ältere Herrschaften. Ja, die waren bestimmt irgendwo in der Kneipe, haben sich die Grübel vollgekippt, sind irgendwo in der Ecke eingepennt und sind dann gemütlich auf den Markt geschlendert, um ein Katerfrühstück zu essen. Das habe ich für Vorstellungen von alten Menschen. Coole Vorstellungen, so will ich auch mal werden, ja. Ja, und die Clubs dort sind auch ganz anders. Ja gut, ich bin auch nur Clubs aus Lautern und aus Mannheim gewöhnt. Und im Vergleich damit zu einer riesigen Hauptstadt mal zu ziehen, ist wirklich interessant. Obwohl ich persönlich präferiere lieber den Club hier in Lautern. Wir waren in einem Club, da hat der DJ zwar keine Lieder gespielt, so was, ich feiere voll auf, wenn man die Charts da ab und dann gar nicht mitsingen kann und so und auch Techno und so, das mache ich auch total. Ihr solltet mich nicht mal im Club begegnen, furchtbar. Nein, furchtbar. Aber dieser DJ hat dann die Lieder immer wieder, immer so schnell machen lassen, dann wieder getroppt und dann wieder. Okay, es war nicht schlecht. Ich meine, ich bin auch abgetanzt, es war ultra gute Laune und Stimmung da. Irgendwann hat es schon einen ziemlich genervt, weil er immer nach demselben Schema vorgegangen ist. Dann wiederum der andere Club. Der hat versucht, sich selbst zu verwirklichen, hat dann selbst ein paar eigene Beats mit reingehauen, wahrscheinlich. Denn plötzlich war alles still und man hört nur einen Helikopter-Sound durch den Raum fliegen. Das war ultra der Launenkiller, weil du standest einfach nur da. Hä? Was ist das für ein Käse? Was soll das? Hä? Oder hat er etwa das da erwartet? Okay, das war jetzt schon extrem peinlich. Aber ich muss hier auch die Fläche ausnutzen, wenn ich sie schon mal habe. Mit dieser Kameraposition kann man unglaublich viel machen. Ihr merkt es vielleicht schon, ich bin etwas aufgedreht. Ja, viel mehr kann ich zu Hamburg noch nicht sagen. Ich wäre erst wenige Male da. Aber eins kann ich sagen, es war schweinekalt, ja. Ja, das Foto ist wirklich von mir gemacht worden. 6 Uhr morgens, in der Früh, in der Kälte, die ganze Nacht durchgemacht. Das war wirklich schweinekalt. Ansonsten hat es mir sehr viel Spaß gemacht, alles zusammen. Und auch der Geburtstag war ultra cool. Und ich hoffe, dass ich bald mal wieder hinkomme und euch etwas mehr präsentieren kann von dem wunderschönen Hamburg. Ja, meine lieben Leute, das war schon wieder mit Brody's Past. Hier sind nochmal Instagram und Twitter für alle, die es noch nicht wissen. Infobeschreibung, Videobeschreibung in der unten Box. Ach, ihr wisst, was ich meine. Letztes Mal habe ich sie in die Zeit geschickt und heute schicke ich sie ja mal mit der Post. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann gebt doch ein Abo da. Und hier oben kommen wir nochmal zu weiteren Videos. Alle Smartphone-Nutzer und alle die, die es bequemer lieber anklicken möchten, direkt hier rechts und links die beiden Videos von letzten Male. Und da nicht vergessen, mit auf den Abonnieren-Button zu drücken. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Adios, amigas. Und os, natürlich. Klar. My fingers go numb. But my skin never bleeds.